Das Coolste an meinem Job ist, dass es keine reine Bürotätigkeit ist, sondern bin sehr viel unterwegs innerhalb des Unternehmens. Mal bin ich im Messlabor, mal bin ich im Lager, um fehlerhafte Teile zu überprüfen. Und dann natürlich auch mein Team. Ich habe einen technischen Beruf, der heutzutage immer noch größtenteils von Männern ausgeübt wird. Und da zu sehen, wie sehr ich hier bei Clauke von meinen Kollegen anerkannt und toleriert werde, finde ich toll. Für mich persönlich ist es keine Einschränkung, könnte aber für andere schon eine Einschränkung darstellen. Und zwar ist es bei meinem Job leider nicht möglich, im Homeoffice zu arbeiten, da die meisten Arbeiten tatsächlich nur hier vor Ort erledigt werden können. Wir als Gustav Clauke GmbH sind Hersteller von mechanischen sowie akkuhydraulischen Werkzeugen für den Sanitär- sowie Elektrobereich. Wir stellen auch das dazugehörige Verbindungsmaterial her, das heißt, wir bieten Komplettlösungen an. Und ich bin für die Qualität dieser Produkte zuständig, arbeite jetzt schon seit 4 Jahren in der Qualitätssicherung. Und eine meiner Hauptaufgaben ist das Bearbeiten von Reklamationen. Dazu zählt dann auch die Fehler- bzw. Ursachenanalyse und das Einleiten von Maßnahmen, um Wiederholungsfälle zu verhindern. Eine weitere Aufgabe von mir ist das Erstellen von Erstmusterprüfberichten. Dabei geht es darum, zu bewerten, ob und inwiefern das Produkt die Anforderungen erfüllt. Dabei geht es hauptsächlich um die Kundenanforderungen. Mit der Freigabe des Kunden können wir dann auch die Serienproduktion starten. Und final dürfen natürlich in einer Qualitätsabteilung die Kennzahlen nicht fehlen. Dafür machen wir diverse Auswertungen, damit wir anhand der Kennzahlen das weitere Vorgehen bestimmen können. Ich selber habe Wirtschaftsingenieurwesen mit dem Schwerpunkt Maschinenbau studiert. Also braucht man für meinen Beruf entweder einen technischen akademischen Abschluss oder den Technikerabschluss, wofür man halt eine Weiterbildung nach der Ausbildung machen muss. Und von den Soft Skills her sollte man analytische und kommunikative Fähigkeiten besitzen.